So, da sind wir wieder bei der Binding of Isaac. Ich bin gerade erst aufgestanden, deswegen könnte ich ein bisschen müde klingen. Ansonsten, herzlich willkommen zurück. Dort links wird ein kleiner Mann mit dem Schwert geköpft, unter dem I von Isaac. Und ich würde sagen, wir spielen heute mit Samson. Und gehen vielleicht, ja, ich würde mal sagen, wir gehen mal wieder in den Darkroom, weil wir da schon lange nicht mehr drin waren. Wir fangen erstmal mit einem Curse of the Unknown an. Ich weiß nicht mehr, wie viele Herzen Samson hat. Ich glaube, 2? Vielleicht? 2? 3? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir eine gute Schussrate. Ich weiß, guck mal, ich kann nicht mal entscheiden. Ich weiß nicht mal, was der beiden, von diesen beiden Symbolen oben rechts mit diesem Symbol links bedeutet. 3 der Symbole könnten einfach genau dasselbe bedeuten. Das oben links ist Geschwindigkeit, das unten links ist Schaden, das unten rechts ist Glück. Oben rechts ist Bogen. Das für Reichweite eventuell steht. Links in der Mitte könnte die Feuerrate sein. Aber Feuerrate könnte auch der Bogen heißen. Und die Kugel darunter könnte auch die Feuerrate heißen. Weiß jemand, welches Symbol genau was bedeutet? Das wäre, glaube ich, ein bisschen hilfreicher. Anstatt Bogen, Pfeile und Kugel. Eins ist auf jeden Fall die Schussrate. Aua. Gut, dass ich mich direkt heilen kann. Aber mit Samson, das Item haben wir letztes Mal falsch verstanden. Wir müssen Schaden bekommen, um stärker zu werden. Mit Samson. Komm her, küss mich. Kaputt geküsst. Haha. So, lassen wir uns noch einmal treffen, falls wir noch einen Feind finden. Da bin ich nicht rangekommen, oder was? Ein Schlüzeli. Vielleicht nehmen wir den mit. Schauen wir erstmal, was noch kommt. Können ja viele tolle Sachen mit Schlüsseln machen. Ach ja. Ja, komm, triff einmal. So. Das Ganze jetzt brauche ich noch nicht. Eine Fliege. Naja. Wenigstens sterben die ersten Bosse einfach. Ich bräuchte am besten irgendein Heil-Item mit dem Charakter. Ich will ja seine Fähigkeit am besten ausnutzen, dass er Schaden bekommen darf. So, einmal dürfen wir getroffen werden in dem Raum. Vielleicht werden wir es ja sowieso. Aua! Oh nein, du hast mich getroffen. Und noch eine Bombe. Okay, dann holen wir auf jeden Fall den Schlüssel. Heilen uns erstmal und jetzt haben wir auf jeden Fall erhöhten Schaden schon mal für den Bosskampf. Das ist ein seltsamer Charakter. Aber wenigstens verstehe ich ihn dieses Mal beim Spielen. Nicht wie letztes Mal, wo ich dachte, für getötete Gegner erhöht sich mein Schaden. So, Larry Junior, hallo. Halt mal die Attackfly ein bisschen in dich rein. Nice. Und die Box. Ja, nicht das Beste, aber ich nehme es einfach mal mit. Ja, obwohl für den ersten Raum ist es ganz lustig. Puberty. Jetzt haben wir noch ein paar Haare im Kopf bekommen. Boah, ich wollte gerade sagen, warum sind unsere Tränen so groß, aber das ist einfach nur ein optischer Effekt. Durch den Wickelwurm. Gut, gehen wir weiter. Tour of Spades. Spades sind Schlüssel, oder? Ich kann es mir echt nie merken. Da habe ich Probleme mit. Was zur Hölle, schon wieder? Wie soll ich mir denn merken die ganze Zeit, wie viel Leben ich habe, wenn ich mein Leben noch nicht einmal gesehen habe in dem Run? Ach, Spiel. Aua. Ah, jetzt sind wir stärker geworden, weil wir getroffen wurden. Hier haben wir noch kein Lebensupgrade, deswegen könnten wir schwach sein, ich weiß es nicht. Und die Chance auf den Geisterboss ist natürlich wieder recht hoch, wenn wir hier im Keller rumirren. Ich weiß nicht, ob du ein Herz oder ein halbes Schaden machst, aber du hast bestimmt Schaden gemacht. So, es werden schon mal 6 Schlüssel. Ja, komm. Okay, ich habe keine Ahnung, wie oft ich noch getroffen werden darf. Geht weg. Ich kann mich nicht großartig wehren mit diesen kleinen Mini-Tränen. Gib mir noch Herzen. Gott, macht es einen panisch. Natürlich finden wir jetzt wieder diesen Schuss. Wieso finden wir den immer, wenn wir ihn nicht gebrauchen können? Oh, wir sind fast tot. Ja, nehmen wir einen Explosionsschuss mit. Wir töten uns doch damit jetzt einfach nur selber. Oh, Mann.
Okay, das ist schon mal nicht der Geheimraum. Das ist schon mal eine Information. Da auch nicht. Huch, wo hat er sich denn versteckt? Ich habe mich einfach zweimal getroffen und lebe noch. Ich muss in den Shop irgendwas kaufen. Ups. Nehmen wir die mal mit. Die ist sehr gut. So wollte ich eigentlich machen. Okay, Spinnen sind weg. Oh Gottes Willen! Warum sehen wir unser Leben nicht? Das ist ekelhaft. Wir wissen zumindest, dass es uns gut geht. So. Kackihäufchen, gib mir das, was ich brauche. Gib mir mein Leben zurück, ihr Kackihäufchen. So. Wenigstens können wir alle Steine wegsprengen. Vipekacks sind super coole Tränen, die habe ich gerne, aber... Naja, es sind auch halt super gefährliche Tränen gleichzeitig. Es gibt eine Suicide King Challenge, die habe ich schon mal probiert. Da hat man die Tränen und die fliegen immer auf einen zurück. Das ist ein bisschen hardcore. Ach, es ist ekelhaft, dein Leben nicht zu sehen. Diabundi Isaac. Ich würde den Run gerne schaffen. Also ich würde gerne länger mit diesem Item spielen, weil ich es super cool finde. Okay, ich bin den längsten Weg gegangen, aber egal. So. Schloss auf Geisterboss schon mal erhalten. Aber wir haben die Slow-Schüsse bekommen. Den Slow-Effekt und er hält den ganzen Bossraum an. Das ist so lustig. Deshalb haben wir den ganzen Raum jetzt geslowt, bis er besiegt ist. Nice. Ein Herz. Ja. Hohe Schussrate. Okay. Wir gehen einfach direkt weiter. Ja, wir suchen nicht nach dem Geheimraum da, wo diese Stacheldinger im Kreis waren. Nein, nein, nein. Vielleicht sehen wir jetzt unser Herzen mal. Vielleicht haben wir ein halbes Herz noch gehabt. Nein, es steht sogar ganz gut. Okay. Jetzt habe ich weniger Panik und unsere Schüsse sind ein bisschen röter geworden durch die... Naja, ihr wisst schon was. Wir müssen halt immer jetzt mit großem Abstand schießen, weil wir wissen, dass unsere Schüsse explodieren. Wenn wir jetzt noch dieses Explosion-Heilen-Item bekommen, dann haben wir eh gewonnen. Aber das muss man erstmal das Glück haben. Ich glaube, ich nehme einfach dich mit. Du hast eh nur einen Puberty-Effekt. Oh, aber das ist schön, einfach alles. Ich liebe es. Es ist so schön, alles in diesem Spiel sprengen zu können. Ja, nicht mehr auf Bomben angewiesen zu sein. Auch wenn es von der Range immer ein bisschen schwer anzupassen ist. Boah, und diese Broken Watch ist so cool. Es gibt noch die reparierte Watch, die schaltet man aber erst bei ganz spät. Oh. Wir nehmen es hin. Wir müssen es hinnehmen. Wir schaffen es irgendwie. Da ist nichts und da ist auch nichts. Okay. Okay. Da ist eine Kiste. Abel. Du schießt jetzt nicht auch die Schüsse, ne? Ne, okay. Wie oft wir Abel finden, seitdem wir ihn freigeschalten haben. Puh. Das war knapp. Gefährlich, gefährlich hier. Gut gemacht, kleines Baby. Du bist Short Megatiers. Das ist das dümmste Item, was ich hätte aufsammeln können, aber ich habe es mal mitgenommen.
Also, weil auf kurze Distanz machen sie mehr Schaden und ich habe ein Item, was explodiert. AKA, ich will mich selbst umbringen, wie es scheint. Hä? Kannst du bitte den Stein da seitlich springen? Bitte? Versuchen wir es mal von hier. Fuck! Okay, warte, versuchen wir es nochmal von der Seite aus. Vielleicht schaffen wir es hier. Okay, die springen sich ja immer nur ganz weg, die Steine. Schade. Dann nicht. Da ist der Geheimraum. Mit einem Pilz. Mit nichts drin. Warte, kann ich das irgendwie so werfen, dass es ihn trifft? Ja, kann ich. Nur sehr schwer. Ja, eine Pille. Hier ist down. Nice! Okay, wir nehmen keine Pillen mehr. Doch, jetzt wissen wir alle, ja, wir hatten schon alle negativen. Jetzt können wir erst recht alle nehmen. Nice. Jetzt sind alle Stats, die down. What the fuck? Wow, sind die groß. Hör mal, Shop. Hallo. Steam Sale. Noch ein paar Münzen, dann können wir uns einen Steam Sale auch leisten. Dass wir größer sind, ist nicht zu unserem Vorteil. Möchte ich mal kurz anmerken. Aber egal. Weil dieses Spiel backt so rum. Können die bitte einfach kaputt gehen, die Steine? Danke. So. Ah, nice. Zeitlupenräume sind die besten. Alle getroffen. Wunderbar. Aua. Ich wollte nur die Cutscene überspringen. Wieso finden wir 700 Herzen? Egal, wir ein bisschen HP bekommen. Okay. Ah, sehr nett, sehr nett. Die brauche ich, glaube ich. Was gab's im Shop? Steam Sale. Ach, ich fülle den schon irgendwann wieder auf. Vielleicht später sogar noch in dem One. Ist einfach zu praktisch, sowas dann mitnehmen zu können. Lockdown. Ah, ich hatte also doch eine Downpille noch nicht. Jetzt hatten wir alle Downpillen. Aber egal, jetzt kostet alles in den Shops weniger. Spare ich Geld und mit dem gesparten Geld kann ich mir dann coole, tolle Sachen kaufen. So. Ich sehe meine Herzen, aber Curse of the Maze, okay. Dafür wurdet ihr geslowt. Ups. Ipekak, Ipekak, Ipe, die Ipekak, Ipekak. Und ich weiß, dass ich als Charaktere wie Azazel. Azazel. Azazel, glaube ich, heißt es, wird er sogar richtig ausgesprochen. Falsch ausspreche, aber ich habe. Ich nenne ihn Azazel. Weil ich ihn so falsch gelernt habe und dann bleibe ich einfach die ganze Zeit dabei, alles falsch zu sagen. Ja, ja. Ipekak wird auch anders ausgesprochen, aber ich nenne es Ipekak. Ipekak, Ipekak, Ipe, die Ipekak, Ipekak. Deswegen kam ich überhaupt gerade drauf, weil Ipekak falsch von mir ausgesprochen wird, aber es ist mir scheißegal. Genau. Hä? So als wildes Spiel einen Mobben wirft es mir jetzt einfach diesen Spiegel vor die Füße. Also das ist der Spiegel, wo die Tränen zurückgeflogen kommen, wenn man sie geschossen hat. Das Item, was man nie mit diesem Item in Kombination möchte. Pretty Fly. Boah, nee. Da verzichte ich drauf. Ich aber komplett daneben schieße, aber es trotzdem Schaden macht.
Balls of Steel. Guck, jetzt kommen die guten Pillen. Boah, weil ich gar nicht so wegspringen. Das ist natürlich schon geil, die Gegner einfach so wegzuspringen. Wir müssen jetzt gar nicht mehr auf dem Schaden aufbauen generell. Wenn ich darüber will, kann ich immer, mich immer noch so eine Bombe rüberspringen. Eine Bombe für eine Bombe. Nice. Best Deal. Oh, manchmal passiert der Fall, dass die Räume beschleunigt werden. Ist ein bisschen schlimm. Okay. Wenn man nicht weiß, was da rauskommt und so ein paar Sekunden warten muss. Lockdown, brauche ich nicht. Nichts. Oh, okay. Ich finde es aber cool, wie die Musik dann auch schneller läuft. Na, guck mal, wenn ich mich an diese Steine stelle, können die nichts machen. Ich auch nichts. Egal. Oh, der ist Options. Nice. Hätte ich gerne, aber das Spiel gönnt mir ja nichts. 3 Münzen brauche ich. Ah, doch. Kann ich finden. I will survive. Hier ist nirgends. Oh, warte, wir sind nicht da, wo wir hin wollten. Ich war gerade sowieso verwirrt. Nee, hier kann der gar nicht sein. Ja, schon trotzdem alle Wände ab. Nö. Wenn ich dieses Explosionen heilen mich Item bekomme. Und dann kann ich, wenn ich mich dann die ganze Zeit selber sprenge, das ist dann richtig OP. Weil ich habe ja Short-Range-Tiers. Eine Münze. Oh, diese Broken Watch ist auch so ein cooles Item. Dann machen wir es halt so rum. Komm, schieß nach mir. Huch. Diese Ebene ist ein bisschen groß. Ja, ich mache mir einen Herzschaden, wenn ich mich selber treffe. Da ist das Problem. Okay. Ja, dass ihr mit einem Schuss zerplatzt, war mir eh bewusst. Da kann kein Geheimraum sein. Nee, da ist auch keiner. Huch. Die Suche nach dem Geheimraum. Ah. Ist das ein super Geheimraum, oder? Ja, mit ganz vielen Herzen. Wo ist denn der normale Geheimraum? Hier nördlich? Nee, geht nicht. Also warte, hier nördlich. Ja, hier könnte es sein. Ja. Ja, wir haben genug Münzen. Wie wir den nicht kaputt kriegen, ne? So schräg nach oben laufen. Ach komm, dann spreche ich dich halt mit einer Bombe. Spinnen! Flucht! Schnell, wir müssen in den Shop fliehen. Oh, wir sind sogar im Shop angekommen. Nett. So, ich habe gerade kurz überlegt, ob ich die 2 Münzen da einzahle, aber nein, ich bin gierig und geizig. Hatte ich den Raum nicht von oben aufgesprengt? Ja, hatte ich. Autsch! Ich hasse Stacheln am Boden so sehr, weil die immer im Weg liegen. Ich drücke nicht weg, sonst tue ich mir weh. Okay, ich tue mir auch so weh. Warum der spawnt? Ich treffe mich doch eh schon selbst. Ich muss von da schießen. Dann töte ich mich die ganze Zeit selbst. Noch ein Pilz. Nur ein Pilz. Jetzt haben wir eine kleinere Range, das ist besser. Satan? Nein, nicht mal. Oh.
Warte, das eine Item ist Abaddon. Was macht das? Ja, ich guck nach. Weil ich gerade nicht in der Verfassung bin, einfach zu nehmen, wo ich gerade lustig drauf bin. Ja, alles, was ich aufsammle, ist ja mein Tod, so gesehen. Ich sehe aber kein Pentagramm hier gerade im Isaac-Dingsy. Da unten rechts ist eins. Abaddon gives you pickup. One pickup removes all your red hearts and gives you black six hearts. Wow. Es hat richtig viele Sachen. When depleted, black hearts deal damage to the entire room. Also es entfernt alle meine roten Herzen und gibt mir 6 schwarze Herzen. Erhöht meinen Schaden, erhöht meinen Speed, erhöht meinen Böse. Meine Schüsse haben eine Chance, Feinde zu vieren. Dann holen wir uns erstmal Gimpy, dass wir, wenn wir Schaden bekommen, eine Chance haben, dass Seelenherzen droppen. Und dann holen wir uns mal Abaddon. Und er könnte noch einen Stein unter... Also die haben immer einen Stein unter sich. Ich glaube, ich habe ihn schon kaputt, ja. Kann auch ein blauer Stein sein. Lustigerweise. Wow. Das wird jetzt schwer. Also mein Damage ist schon voll. Logischerweise. Aber das wird jetzt richtig schwer, was ich mir hier antue. Also generell, der Run wird schwer. Alter, diese ganze Teleportation die ganze Zeit. Kaum nervig. So, immer warten nach jedem Raum. Jetzt darf ich wieder 2 Räume rüberlaufen. Hab ich's dann mal. Ja, Slow Motion ist hier an. Einfach an. Ist egal. Ein Herz kann ich verkraften. Beziehungsweise ich bin ja eh stärker geworden. Guppies Pawn nehmen wir auf jeden Fall mit. Das ist das beste Item, was wir finden konnten. Jetzt brauchen wir nur Lebensupgrades. Boah, unsere Tränen machen Bumm. Weil wir schon so viel Schaden genommen haben, scheinbar auf der Ebene. Ein Glücksrad? Na, brauchen wir gerade nicht. Aber danke. Boah, wie schnell wir jetzt gerade waren in einem Raum. Weil wir Minimash-Effekt hatten. So. Okay, da wollte ich eh hin. Wollte ich? Nee. Okay, gehen wir weiter. Man kann mit dem D6, wenn man More Options hat, den Boss übrigens buggen. Und 2 Items aufheben, wenn man den D6 einsetzt, während man ein Item aufhebt. Dann bleibt das zweite Item, wird dann rerollt und bleibt da. 5 Herzen und wir sollen das schaffen. Wir ziehen uns ein Herz pro Treffer ab. Das wird ne Spaß. Oh, einfach her damit. Bibel. Okay. Und Book of Sin. Nehmen wir die Bibel mal kurz. Auf welcher Ebene sind wir? Nekropolis 1. Und Curse of the I don't know which item I will bekommen. Naja, es gibt kein Item, was gerade schlecht für uns ist. Ah, Guppies Halsband. Du bist ein scheiß Gegner. Aber ich laufe einfach mal im Kreis. Fuck! Bleibt mir ja nichts anderes über, als laut Fuck zu rufen, wenn ich solche Gegner als Feinde bekomme. So, euch muss ich alle kaputt machen. Ich hoffe einfach, überall sind Gegner drunter. Bei meinem Glück. Eroberer Welt. Gib mir die Karte. Eroberer brauche ich nicht, wieder Fortune brauche ich eigentlich auch nicht, aber... Es ist eine gute Chance, viele schwarze Herzen abzugreifen, diese Totenköpfe. Chance. Wenn mein Glück so niedrig ist, kriege ich wahrscheinlich eh keins. Teufelskarte. Die ist schon mal besser. Bisschen mehr Damage. Damage! Gesundheit.
So, solche Räume sind ja noch einfach zu meistern. Aber halt alles, was mir zu nahe kommt, ist halt richtig gefährlich und ich bin nicht schnell. Ja. Ich darf einfach nicht schießen, wenn ich solche Räume betrete. Ich tue mir jedes Mal weh. Ich sterbe. Ich sterbe hundertprozentig. Aber es war eine coole Item-Kombo. Das sind meine letzten Worte. Es war eine coole Item-Kombo, sagte er, als er starb. Der Pilz. So. Rote Herzen sind ja lustigerweise überall hier. Kann ich hier mal aufsammeln. Egalo. Kann man sich schon mal leisten. Chemical Peel. Okay, heißt jeder zweite Schuss ist ein bisschen crazy. Du bringst mich auf die nächste Ebene. Das brauche ich gerade gar nicht. Oh Gott, sind wir groß. Wir haben zweimal den One-Up-Effekt. Ich weiß nicht, wie ich euch angreifen soll. Doch, von der Seite. Genau so. Perfekt. War besser, als mich selbst zu treffen. Was hat mich... Oh, nein! Ich versuche allem auszuweichen und trotzdem trifft mich was, weil so viel auf dem Bildschirm passiert. Nein! Ich will mit diesem Item gewinnen, das ist so cool. Okay, jetzt habe ich ein bisschen mehr Geld. Ist das ein Blutspendeautomat? Brauche ich gerade am wenigsten. Tut mir leid, Spiel, ich habe gerade kein Blut zum Spenden. Ja, hat doppelt so viele Herzen. Gute Karte. Wir haben gelernt, dass wir alle Steine wegspringen. Ich wäre fast in den Schuss reingerannt. Den Tod hätte ich aber dann verdient. Ja, warte, ich brauche doch eine Gelegenheit, um auf dich zu schießen. So. Wir auch kein schwarzes Herz bisher bekommen haben, ne? Empress. Tour of Clubs, mehr Pumpen. Devil Empress. Ja, komm, machen wir den erstmal. Oh, ich habe schon wieder mich fast getroffen. Der stampft irgendwo. Don't chase your brimstone. No. Okay, das ist gut. Das ist gut. This is very good. Okay, wir haben ihn besiegt, ohne dass er uns getroffen hat. Du bist bestimmt gut. Okay, du hast mir ein Herz gegeben. Aber mitnehmen. Guppy's Head. Okay, jetzt sind wir Guppy. Ah, ich habe mein rotes Herz gedealt, stimmt. Schade eigentlich, weil... Okay, Fliegen ist schon mal Hilfe, aber wir sind so oder so geliefert. Sollten dennoch das Bibelbuch wieder umtauschen. Oh, ist das schön. Endlich nicht mehr diese Stacheln in jedem Raum beachten zu müssen. Oh Gott. So könnte der ja sogar fast schon gefährlich werden. So, das, ja doch, das sind doch Totenschädel. Wichtig, wichtig, der Zimbelmann. Vision, gib mir die Map oder so, das hebe ich mir für später auf. Du hast Guppy's Paw irgendwo. Den sollte ich unbedingt mitnehmen, weil ich... wenn ich sterbe, spawne ich wieder mit einem roten Herz. Dann kann ich es mir wieder daraus 3 machen. Obwohl ich beim Marmkampf so oder so sterben werde und die Bibel da praktischer wäre, aber...
Wir versuchen einfach unser Glück. Moment, noch nicht ganz. So ein niedriges Lack, eigentlich müsste der Automat direkt explodieren, wenn wir ihn nun angucken. Ja, schauen wir mal, vielleicht haben wir ja ein bisschen einfach Glück. Nicht den Stat-Glück, sondern einfach generelles Glück. Cancer brauchen wir auf keinen Fall. Okay. Zweimal Herzen, Stärke. Nehmen wir mal Stärke mit. Obwohl, Passage, Vision ist besser. Ebene sehen. Sogar richtige Probleme habe, einfach diese Steine nur zu treffen. Aber hey, wir spielen wenigstens Samson so, wie er vom Spiel gewollt ist. Viel Damage kriegen. Hurra! Curse of the Unknown. Wieso schon wieder? Einfach zum dritten Mal. Oh, jetzt die Zeit verlangsamt. So, die Automaten sind aus dem Weg geräumt. Da sind nochmal Papillis. Die helfen mir schon mal, die Ebene irgendwie zu überleben. Dann gehen wir mal direkt Richtung Guldenruhm. Huh, das war knapp. Das war schön. Okay. Aua. Ja. Guck mal. Da ist das Spiel nett zu mir auf einmal. Überfüllt mich hier mit Herzen. Aber warum auf der Ebene? Das ist ekelhaft. Naja. Das ist mal was Fuß. Damit können wir Gegner kaputt stampfen, wenn irgendwas Ekliges kommt. Ah, eklig. Hätte ich auch nicht so mit einem Schuss schneller besiegt. Dann ist da der Shop. Eine Stein sah gerade böse aus. Kompass nehmen wir mit. Seelenherz nehmen wir mit. Gut. Uns geht's erstaunlicherweise recht gut. Gerade. Weiß nicht, was das Spiel auf einmal an uns mag, aber ich beschwere mich nicht darüber. Hat man hier eine Stärkekarte? Ja, ich vergesse alles. Puh, so ein Raum ist eigentlich richtig gut, weil wir gerade fliegen können und... Ah. Yes! Das ist auch nice. Dass man also alles, was mit Knochen zu tun hat, kann man da scheinbar finden. Tour of Hearts. Tower. Vision. Weil die Vision brauchen wir jetzt gerade nicht mehr. Achso, Vision ist eigentlich besser als die World. Okay, dann nehmen wir doch Vision mit. Wir sollten aber die Ebene fertig machen, bevor wir jetzt hier zu Mom eilen. Ich meine, wir können ja eventuell noch ein bisschen was abstauben. Haha. Nämlich Schaden. Und ihr wisst, wie gerne ich Schaden für mich selbst abstaube. Okay, nice. Ich hasse es, wenn vier Hände kommen. So. Schwarze Herzen gehen so oder so. Joker. Schauen wir mal, was er im Angebot hat. Na, will ich nicht kaufen. Aber danke. Jetzt ist die Frage, ob sich das lohnt. Ich finde Guppys Paw eigentlich besser. Dieser Laserstrahl macht Bossen zwar enorm viel Schaden,
was mir helfen würde, an Mams, an dem einen Boss, an Mams Fuß jetzt vorbeizukommen. Aber fertig die Power nicht mehr und könnte keine Herzen mehr umwandeln, die ich bekomme. Allerdings werde ich auch nicht mehr so viele Lebensupgrades bekommen. Heilung ist wichtiger. So, die Joker-Karte war ja ganz cool. Ja, das ist er. Seit wann machen wir so viel Schaden? Egal, ich beschwere mich nicht. Die Sterne. Bring mich zum Geheimraum oder so. Brauche ich gerade gar nicht. Plupp, plupp, plupp macht's. Oh nein. Den wollte ich doch gar nicht kaputt machen. So. Ich hätte gerne nochmal so eine Treppe nach unten. So. Ah, unser Leben ist voll. Das wollte ich generell gewusst haben. Deswegen habe ich eigentlich nur gehofft, dass man... Och, ich sollte mal warten, bis sie... Ach, egal, vergiften wir sie aber tot. Okay. So. Wollte mich ja schon hier beschweren über meine Schießkünste. Dass wir das nicht treffen. Das Kack-Ding. Haha. Ja. Du scheiß Kacki auf, ne? Ich krieg das kaputt. Ja. Lass doch hier kein Kacki liegen. Zwei Kisten. Haben wir noch irgendeine Teleport-Karte? Wir hatten hier so viele. Das brauche ich auf jeden Fall jetzt wieder. Wafer wäre auch voll praktisch, dass wir uns so ein halbes Herz abziehen. Scheint nicht so. Aber wir sind auf der Marmfußebene, also heißt es einzahlen. Okay. Wir sind zwar nicht ins Plus gekommen, sondern eher ins Minus im Allgemeinen, aber egal. Dann machen wir nicht den Raum. Dann gehen wir jetzt zu Mutti. Das ist, glaube ich, die beste Mutti, die kommen kann. Weil ich einfach schön immer auf ihre Beine drauf schießen kann. Hä? Hat die das Tankbaby getroffen und das Tankbaby hat die getötet? Ich glaube schon. So, und wir wollen jetzt wirklich gefährlichere Gebiet. Gut. Mit dem Polaroid hätten wir viel mehr Schutzmöglichkeiten und allem, aber wir wollen ins gefährlichere Gebiet. Naja, vielleicht kommen wir wenigstens bis Mams Hart. Auf geht's, ab geht's, 3 Tage Party! Samson Party. So, das darf ich wenigstens wegdrücken. Womp 1, kein Kurs. Kurs auf den, mir egal. Sehr gut. Huch. Da war ein Gegner, der gut geschossen hat, aber nicht gut genug. Hallo, Creed. Ich würde gerne gegen dich kämpfen, aber wenn du mich nur... Du bist so nah an mir rangelaufen. Ich hatte Angst, dich anzugreifen. Ich wollte mir ja nicht wehtun. Es ist gut, dass da nochmal ein Seelenherz getroppt ist. Ja, und ich kann mir auch nochmal Geld reinstecken. Vielleicht kommt hier noch irgendein cooles Trinket. Fast jeder One ist einfach mit diesem Scheißpilz. Der droppt zu häufig. Mehr Karten wäre auch lustig. Wheel of Fortune. Die Paba. Das sind 2 Herzen. Zecke. Kringelwurm.
Geh mal kurz dafür raus. Na, guck mal, durch den Ringelwurm explodieren die nicht mehr an Steinen. Ist natürlich ein bisschen doof. Ein bisschen Wurmteste. Damit ist Treffen natürlich leichter, weil der Schuss richtig fett ist. Und mit dir? Wird's richtig seltsam wahrscheinlich. Ja. Dann nehmen wir den fetten Wurm einfach mit. Wir haben 34 Bomben, komm. Stell dich nicht so an, Herr Zimbelmann. Oder nehmen wir doch den Pilz. Ja, komm. Pilz ist noch die beste Wahl. Jetzt schieße ich gerade ein paar Mal daneben. Jetzt überlege ich doch vielleicht nicht, den Pilz zu nehmen. Ach, was weiß ich. Okay, die Zeit ist geslowt, aber hier ist eh nichts. Broken Watch, die ist so super cool. Warum ist es immer vorher tot, bevor ich drauf schießen kann? Nice. Wir haben uns nicht selbst verletzt. So. Dann haben wir nur noch eine gigantische Ebene vor uns. Die sind gleich komplett gestorben. Da können wir zwei Kisten öffnen. Okay, wir können schon drei Treffer auf der Ebene wegmachen. Ist ja doch ganz gut. Wir können eigentlich hoffen, dass hier irgendwo so ein Herz-Upgrade rauskommt. Weil hier kommt ja nochmal ein Devil Deal auf der Ebene. Oder wenn kein Devil Deal kommt, haben wir trotzdem noch die Chance, mit Guppies Pawns dann nochmal zu heilen. So. Und so. Jesse kommt gerade wieder. Aber es sollte ja kein Problem sein. Warum sind alle so schnell gestorben? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Aber mir jetzt auch egal. Wir ignorieren es einfach nur das Herz und machen weiter. Mr. Gurgling. One-Shot einfach. Krasser Shit. So, ballern wir einfach die kaputt. Ballern wir dich kaputt. Die sind nervig, manchmal. Ja, wir wissen gar nicht, wo die Geheimräume sind, oder? Müssen wir suchen. Dann müssen wir suchen. Ich denke mal, ich hätte eigentlich jetzt hier rechts geschätzt, aber dann hier links an der Wand. So. Achso, warte, wir haben schon einen Geheimraum. Wir haben beide Geheimräume, sorry. Ich bin dumm. Ich habe mich gerade erinnert, dass wir schon in einem bisschen Glücksspiel gemacht hatten. Okay. Keine Sachen für uns, aber egal. Wir haben auch keinen Curse, das ist auch ganz nett. So, ich drück mal nicht weg. Schon fast schlimmer als der Boss einfach. Die Verfolgung der Würmer. Das eine wäre ein Herz- und Lebensregeneration, das andere wäre Pillen, nämlich das Herz- und Lebensregeneration. So. Durch den Contract kriegen wir auch wieder ein Seelenherz. Und machen mehr Damage. Dann nehmen wir den Contract, the Pact eben. Genau, dadurch kriegen wir wieder ein Seelenherz. Very nice. Gut, danke Satan. Sehr nett von dir. Wir kommen dich gleich besuchen als Dankeschön. Dann gehen wir mal weiter. Hoffe ich. Gucken wir mal da rein. Wir haben ein paar Schlüssel. Ein bisschen Geld. Besser als nichts.
stalken einen, ja. Gut, dass ich trotzdem irgendwie ausweichen konnte. Bring ich mal zum Geheimraum. Oh, achso, Star. Alter, ich kann's mir nicht merken, ne? Moon bringt einen zum Geheimraum. Stars bringt einen woanders hin. Das wäre jetzt doof. Jetzt liegen hier Herzen drin und ich kann sie nicht holen. Aua. Aber unser Damage wurde natürlich erhöht, weil wir getroffen wurden. Boah, wie viele Explosionen so ein dieser kleine Kackihaufen braucht. Okay, nochmal ein bisschen von hier drauf ballern. Laserauge. Wären wir noch alles mit fertig. Sehen jetzt wäre trotzdem nett, wenn mal wieder eins droppen würde. Mehr Geld für Geld, okay. Eine braune Kiste. Okay, nice. Oh, der Wiggleworm. Wiggle, 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 wiggle. Aber wie gesagt, im letzten Jahr, ne? Die Würmer findet man immer. Alle Würmer habe ich jetzt wieder in dem Run gefunden, wo ich sie nicht brauche. Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll, euch zu besiegen. So, erstmal, jetzt ist das Kacki schon mal ein bisschen weg. Jetzt habe ich hier ein bisschen Platz. Kann ich hier ganz gemütlich alle wegsprengen. Sehr gut. Ein Raum mehr auf der Abgehakt-Liste. Müssen dennoch kurz mal hier einmal links und einmal rechts schießen. Gut. Könnte ja sein, dass sich geheime Räume hier verbergen. Da können sie nicht sein. Ist auch nichts. Ah, komm, spreng den Stein. Danke. Ich schieße auch Explosionen. Die sind verwandt. Oh, da kann ich den, den Raum der Räume machen. Weil ich fliehen kann. Oder sollte ich es mir für was anderes aufheben? Frage ich mich gerade. Auf jeden Fall erstmal hier kurz den Weg freikämpfen zum Boss. Fuck. Lockdown. Ja, toll. Das sind aber die schlimmsten Räume für mich. Oh, guck mal. Wir haben einen Small Rock noch gefunden. Das war schlecht eventuell. Weil wir jetzt nochmal langsamer sind für den Damage-Up. Ich weiß es nicht. Kacke ist alle beseitigt. Ja, jetzt sind wir halt noch langsamer. Ah ne, das war wegen den... Dingel! Muss das, an das Tankbaby muss ich unbedingt dran denken, ne? Wenn ich das vergesse, dann sterbe ich. Ich werde es vergessen. Weil ich so hauptsächlich mit Explosionstränen schieße und deswegen an nichts denke, was ich denken sollte. Wir können was machen. Hier liegen ja zwei Stück drin, deswegen können wir uns um eins wenigstens heilen. Wir könnten uns... Okay, ich bin doof. Entschuldigung. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Wir hätten uns rausporten können und hätten beide Herzen behalten, aber... Kommt vor. Wieso riskiere ich mein Leben? Ich weiß es nicht. Weil ich doof bin. Er hat sich in mich geportet. Ah! Loki, warum tust du das immer? Du ekelhafter. Okay. Gut, wir haben keinen Herzgewinn gemacht. Aber wir können natürlich jetzt Mamis Herz easy besiegen. Wir haben noch keinen Geheimraum gefunden. Ich nur mal anmerken. Okay. Kommen eh nur Spinnen raus. Ja. Okay, einen Geheimraum haben wir schon mal.
Der andere wird wahrscheinlich hier oben oder unten sein. Nee, nicht mal. Oh, dann beginnt jetzt wieder die Sucherei. Hab ihn. Ah, sehr nett. Ein Herzchen mehr ist gut. So, ich drück mal nichts, weil, ne? Wie besiege ich euch am besten? Tankbaby benutzen, so. Tankbaby benutzt. Dann, ja, gehen wir mal nach unten und schauen mal, ob wir Richtung Darkroom, wie lange wir überleben. Im Darkroom könnten wir halt noch irgendwas Cooles finden, was uns hilft. Wir haben den Kompass, also wissen wir, dass wir nach Süden müssen, um zu Satan zu finden. Der hat einfach die Explosion überlebt, der eine Gegner. Hier sollten vielleicht noch ein paar coole Sachen an den Steinen sein. Ich glaube, hier sind Totenköpfe auch wieder häufiger. Oh. Ist natürlich auch nett, aus Versehen den Geheimraum zu finden. Aber bei den Aiming-Künsten von uns ist es kein Wunder, dass wir alles der Welt finden. Ich habe nur Angst vor dem Automaten, weil da Fliegen rauskommen, die Schaden... Ne, da kommen schwarze Fliegen raus, oder? Ja, eben. Das ist eine Walls of Steel-Pille. Die brauche ich. Oh, da ist noch eine. Okay, du bist explodiert. Und noch eine Pretty Fly. Das ist auch sehr gut. Hat sich sogar sehr gelohnt. Oh, da ist ein Kreuz drauf gewesen. Okay. Okay, gut, haben beide getroffen. Erstaunlicherweise. Okay, jetzt kommt irgendwas Ekelhaftes. Oh, hey, jetzt könnte ich hell sehen. Das Lustige ist, die sind einfach so langsam, dass ich sie eh kaputt schießen kann, bevor sie fertig sind mit ihrem ersten Charge-Angriff. Da hat mich einfach jetzt diese Broken Watch gerettet. Und die kann sich ja auch bei jedem Boss und so aktivieren. Ich weiß nicht, wie die reparierte Watch funktioniert, aber die hat, glaube ich, einen ähnlichen Effekt. Oder es ist ein Leertasten-Item. Weil das wäre auf jeden Fall super praktisch. So, erstmal die gefährlichen Gegner. Du da, da war ein Kreuz. Ja, genau. Pretty Fly, okay. War gerade eine Sekunde irritiert. Komplett unsterblich währenddessen. Bisschen doof. Aber das schaffen wir schon. So. Ich darf einmal getroffen werden, aber ich will's nicht. Okay. Wunderbar. Das war mein Anti-Augenlied. Oh, hier sind sie alle geslowt. Ja, war eh vorher tot. Ja, dann gehen wir mal rein, solange wir noch Heilung haben. Ich drück's mal wieder nicht weg, weil ihr wisst ja, was passiert. Oh, guck mal, wie smirky der guckt. So. Boah, ich leg die immer zum falschen Moment, ne? Du machst mein Baby wütend, Mr. Satan. Boah, trifft man mit den Schüssen gut die Beine. Ist ja unnormal, wie gut ich die Beine jetzt gerade getroffen habe mit den Schüssen. Das ist gut. Wir machen so lange, bis wir uns wirklich unsicher fühlen vom Schaden her. Puh, das war knapp. So. Weil wir können halt... Obwohl, hier finden wir nichts mehr großartig. Wir sollten echt alles auf... Ja, wir dürfen einmal getroffen werden noch. Wir können ja hier noch einen Bettler finden oder sowas wenigstens. So, ein Gegner einfach in dem Raum. Können da vielleicht noch ein paar schwarze Herzen finden.
Die aktivieren sich ja irgendwie ohne Cutscene mittlerweile, warum auch immer. Ein paar Schlüssel sind auf jeden Fall praktisch. Aber wir haben Guppies Tail nicht gefunden in dem Run, ne? Ich glaube nicht. Deswegen sollten wir allein schon ein bisschen weiter gucken und den Stachelraum da oben machen. Weil Guppies Tail ist eigentlich unverzichtbar, wenn man in die Chat, in den Darkroom will. Man findet einfach so viele Kisten da unten. Okay, sehr gut. Danke, Spiel. Guppies Tail. So. Dann holen wir dich wieder. Das hätten wir ja so oder so letztendlich nur liegen gelassen, wenn wir jetzt weitergegangen wären. Jetzt haben wir nochmal eine Chance auf Schaden. Hier könnten wir zu einem Schwarzmarkt kommen. Schwarzmarkt ist, wie beschreibe ich den am besten? Das ist, wenn diese Luke in dem Boden ist und dann kommt da noch ein extra Raum. Also dann ist nicht unten dieser Raum mit dem Item, sondern kommt nochmal ein extra Raum. Und da ist ein Händler, der verkauft Sachen für rote Herzen. Das ist der Schwarzmarkt. Ich weiß nicht, wie er agiert, wenn man Seelenherzen hat. Deswegen würde ich ihn gerne mal finden. Aber den Schwarzmarkt zu finden ist ein bisschen schwer. Weil er halt random unter irgendeinem Stein ist. Oh. So. Den Stein kriege ich auch kaputt. Wunderbar. Haben wir den Run mit Ipecac wenigstens überlebt? Lang genug, um das Item zu sehen. Okay. Health up. Ah, können wir uns nochmal heilen. Wir sollten nur ein rotes Herz aufsammeln, nicht dass irgendwas glitscht und wir sterben. So. Goldene Kiste. Okay. Nee. Keine Lust auf die goldene Kiste. Hallo Gonzo. Ich hab grad meine Füße runtergetan vom Stuhl. Ich saß gerade im Schneidersitz auf dem Stuhl. Für mich ist das nicht ungemütlich und ja, man kann so auf einmal da und meine Füße haben ihn getreten. ja. Gehen wir weiter, würde ich sagen. Haben wir nur noch einen super Geheimraum hier, der eventuell gute Sachen bereithält. Noch ein Herz. Hm? Das sind 6 Herzen mehr. Also 4 Herzen letztendlich, aber egal. Ihr wisst, was ich meine. Weil wir Guppies Paw einsetzen können. Die Dark-Ebene. So. Es ist verglitscht. Eigentlich sollten hier Items drin sein, aber es kommen keine Items. Deswegen gehen wir erstmal raus. Oh. Ich hab's, Tank Baby. Tank Baby, fang alles ab. Ghost Baby, okay. Okay, nochmal ein bisschen Geld. Geh mal aus dem ersten Raum raus und wieder rein. Schauen wir mal, ob dann jetzt Items rauskommen. Jetzt kommen Items raus, Tatsache. Nee, das war Zufall, okay. Die tote Katze sehen wir uns auch noch auf. Oh, nochmal Balls of Steel. Goathead, okay. Aua. Dann brauchen wir erstmal die Pillen. Achso, durch den Slow-Effekt kommen die überhaupt nicht voran. Jetzt checke ich jetzt überhaupt erst, was los ist. Was ist ein Seelenherz gedroppt? Okay, das war ein seltsamer und schwerer Raum, obwohl die alle geslowt waren. Was mir nicht mehr aufgefallen ist. Kann ich dich wenigstens mitnehmen. So, komm, stirb einfach. Eine Bombe, eine Karte. High Priestess. Das ist Muttis Fuß. Oh Gott, fast reingelaufen in die Katze. Hätten wir die Katze fast aus dem Dach gelassen. Haha. Wow, die waren schnell tot. Yes, please. Wow. Oh, shielded. Okay, warum nicht? Aua. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert ist, aber okay. The Wafer. Okay, das...
Oh. Der Gold Items am Boden. Okay, wir haben es geschafft. Das ist echt glücksabhängig hier unten. Also wir hätten es auch so geschafft, aber das ist ja jetzt Overkill. Jetzt kriegen wir auch bei jedem Treffer nur ein halbes Herz Schaden. Egal was uns trifft. Und wir haben ein Schild auch noch bekommen durch was auch immer. Huch. Okay, warum ist der nicht gestorben? Haben wir einen Bug, dass unsere Tränen kurz keinen Schaden machen oder was ist los? Du bist, ein Punching Bag, auf den die Gegner losgehen oder so. Ich schieße nicht mal, ob die Gegner zerfallen. Ich verstehe meine Tränen gerade nicht. Ich glaube, die Shield-Tiers hätte ich nicht nehmen sollen. Da, guck mal, manchmal treffe ich nicht mal, der Schuss explodiert nicht mal, aber die Gegner sterben einfach. Das sind Explosionen, die ich schieße. Du musst sterben. Okay. Oh, Maudado. Ja, guck mal, wir sehen mal Maudado. Jetzt hält sich der Schuss auch noch auf, wenn er landet. Ich setze mal Guppies Paw einmal ein. Irgendwas glitscht hier richtig rum. Von den Schüssen. Manchmal kriegen sie gar keinen Schaden und manchmal kriegen Gegner an komplett anderen Ecken vom Raum Schaden. Wir haben irgendeine Item-Kombo gefunden, die seltsam ist. Ich verstehe nicht, warum die Gegner nicht tot gehen. Huch. Aua, spawn nur in mir, du Scheißgeist. Keine Ahnung, was los ist. Auf jeden Fall holen wir uns mal kurz, Wir haben geschildete Megatiers, die sich aufteilen sollten, sobald sie auf eine Wand fallen. Genau. Schießen wir jetzt einfach immer gegen Wände, um alles zu töten. Huch. Die hab ich nicht gesehen. So. Zack. Und nochmal ein bisschen Herzen. So, vollheilen können wir uns ja Gott sei Dank noch. Und wir wissen, dass der Boss auch bald da ist. Das ist ein bisschen seltsam, also wir überleben 100 Jahre in irgendwelchen Räumen, egal wie oft uns Sachen treffen, aber es ist trotzdem verwirrend. Also dass so nicht die Schüsse nicht treffen, ist klar, wegen den Schüssen von denen. Aber warum platzen die Schilds an den Gegnern? Ohne dass die Schaden machen. Ich würde gerne mit euch testen, ne? Aua. Lol. Okay, Laser überschreibt alles. Wir haben einen einzelnen Laser, der sehr viel Schaden macht. Wow. Okay, jetzt haben wir wenigstens nicht mehr das Problem mit den Shielded-Tiers. Und wir haben Megabomben. Einfach alles, was wir aufgesammelt haben, ist nichtig vor dem Bossraum. Okay. Ja, gehen wir rein. Wir können uns noch einmal vollheilen, wenn wir einmal getroffen werden. So, kurz mir hinter verstehen. Oh, Alter, machen wir einen Schaden. Schaut euch das an. Dead. Einfach weggelasert. Samsons Locker haben wir bekommen.
Wir haben einfach den langsamsten, langweiligsten Schuss der Welt jetzt am Ende vor dem Bossraum bekommen. Aber er macht einfach den Schaden des Todes, dass der Boss mit 3 Schüssen tot war. Das ist, glaube ich, der langweiligste. Oh, jetzt ist er schneller. Ja, weil wir gerade den Minimash-Effekt haben. Hä? Nee, jetzt ist er generell schneller. Ich weiß es nicht. What is this? Ist dies Real Life? Schlüssel dafür haben wir nicht. Werden wir auch in nächster Zeit nicht bekommen, weil ich danach nie gehe. Aber gut, dann suchen wir noch den Geheimraum vom Boss mit unseren Megabomben. Vielleicht hatte ich den All-Sets-Up-Effekt. Oder so. I don't know. Da ist nix. Dann vielleicht hier. Oder dort. Hätte die Schildetiers nicht aufgehoben, wäre es bestimmt cooler geworden. Holy Water. Splash. Ja gut. Dann beenden wir das Ganze. Das Fiasko. Samsons Locke. Es appeared in the basement. Das ist ein Trinket, das gab es schon im alten Teil. Welche, ich glaube, den Rage-Effekt hat. When you kill an enemy, you have a chance to get plus 0,5 damage for the current room. Ah ja, also den alten Samson-Effekt. Oh, ich habe das Spiel schon geschlossen. Ups. Na gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei The Binding of Isaac. Wir haben 107 von 178 Geheimnissen, also 70 Sachen können wir noch frei, 71 Sachen können wir noch freischalten, finden, entdecken. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Bis dann, euer Zimmelmann.